habe die Expertenarbeitsgruppe zur zweiten Aktualisierung auch begleitet und finde das ganz toll, dass das Ganze hier jetzt einmal zu einem vorläufigen Abschluss gebracht wird. Wir hatten jetzt gerade die 5 Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen und man merkt an der Geräuschkulisse hinter mir, dass rege diskutiert wird. Der Gedanke des Netzwerkens des TNKP, der lebt bei diesen Workshops. Gut, dass ich mich vorbereitet habe über eine Sache, die ich nicht machen musste, weil die Teilnehmenden doch so aktiv von sich aus geworden sind, auch angefangen haben, sich zu vernetzen. Ich komme aus der Pflege. Jeder hat so seine eigenen Erfahrungen aus dem Berufsleben. Und da es hier insgesamt um das Thema Entlassungsmanagement geht, was ja aber extrem vielseitig ist, kann man halt hier sehr gut in den Austausch treten. Also ganz persönlich habe ich Menschen getroffen, die für meine Netzwerkarbeit sehr bereichernd sind. Und auch die Beiträge der anderen Workshop-Teilnehmer fand ich sehr interessant. Mit der Richtlinie fürs Entlassmanagement ist man natürlich sowieso im Krankenhaus mit beschäftigt, aber wie überall, die Prozesse laufen noch nicht so, wie man sich's wünscht unbedingt. Und deswegen bin ich hier, um eben auf dem Netzwerk-Workshop eben wieder neue Inputs zu bekommen. Ich glaube, es gibt immer noch viel zu tun, obwohl das Thema ja schon ganz lange die Häuser beschäftigt. Und ich glaube, die Einrichtungen müssen wirklich gucken, dass sie ihre Konzepte, ihre Verfahrensanweisungen anpassen, überarbeiten. Und man sieht, glaube ich, auch, dass die unterschiedlichen Versorger sich besser vernetzen müssen.